Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gamondo packt aus, der Show, in der ihr dabei zuseht, wie wir geile Sachen auspacken. Heute mit der Collector's Edition von Jack 3, der Fortsetzung von Jack 2, was wiederum von der Fortsetzung von Jack und Dexter gewesen ist. Wir haben die Collector's Edition von Limited Run Games erhalten. Und zwar hier. Wie man sieht, ist das genau dieses gleiche Format wie von Jack 2 und Jack und Dexter, der Collectors Edition, die wir hier nochmal zum Vergleich sehen. Sehr, sehr schön. Die haben mir echt gut gefallen. Ich hoffe, dass das genauso geil ist wie die anderen beiden Sachen. Wir werden es sehen. Ich habe Jack 3, das ist ja ein Spiel, das ja auch schon zur PlayStation 2 Zeiten erschienen ist. Jetzt für die PlayStation 4. Und ich habe es damals nicht gespielt. Wie ich schon bei Jack 2 erwähnt hatte, das ging in eine Richtung, die mir nicht so gefallen hat. Also Jack und Dexter fand ich super, ich hab's geliebt. War halt schön bunt und ja, richtig Jump'n'Run-mäßig. Man hat zwar so ein bisschen geschossen mit diesem, was war das gelbe Echo. Aber ja, wo es dann hin halt in Jack 2 mit dieser, ja, ich sag mal GTA-Richtung gegangen ist. Hat mehr mit ja, Pistolen geballert und so weiter. Das hat mir nicht so gefallen. Zumindest nicht bei Jack and Dexter. GTA habe ich natürlich geliebt. Aber naja, egal. Ich habe es jedenfalls nicht gespielt. Und ich werde es aber nachholen. Genauso wie ich Jack 2 noch nachholen werde. Mal gucken, wer weiß, vielleicht ist Jack 3 ja doch noch irgendwie was für mich. Jack 3 ist im Wesentlichen eine direkte Fortsetzung von Jack 2. Wer hätte es gedacht? Wir befinden uns am Anfang noch in Haven City, der Stadt von Jack 2. Und hier herrscht Krieg. Jack wird dabei irgendwie für diesen Krieg verantwortlich gemacht und in eine Wüste verbannt. Ja, und das sind schon die wesentlichen Unterschiede. Wir sind jetzt in einer Wüste unterwegs und haben auch ein paar mehr Waffen. Inzwischen sind es schon 12 statt 4 wie noch in Jack 2. Es gibt wieder Fahrzeuge und andere Fortbewegungsmittel. Ansonsten, wir verwandeln uns auch wieder und wir springen und hüpfen wieder, wie es sich für ein Jump'n'Run gehört. Ja, und wir haben jetzt die Collector's Edition von Jack 3 von Limited Run Games für die PlayStation 4 in dieser schicken, richtig geilen Box. Wir sehen hier vorne wieder den Schriftzug in Gold. Jack 3. Wunderschön. Es ist immer noch diese ich kann meine Begeisterung eigentlich nicht irgendwie in Worte fassen. Es ist irgendwie so schick halt. So wie diese. Wenn man die Dinger nebeneinander stellt, das macht sich super egal. Als hätte man richtig gute Bücher da drin stehen, aber egal. So, hinten haben wir noch, da sehen wir, na gut, neben dem Jack noch die Auflistung von der Collector's Edition, was uns drinnen erwartet. Auf jeden Fall nicht schlecht. Aber erstmal müssen wir uns von der Folie trennen. Mal gucken, wie schnell ich sie aufkriege. So schnell. So, das Papier brauchen wir auch nicht. Ja. Und hier haben wir jetzt die schöne, schicke Box. Und das ist immer wieder eine... Es fühlt sich gut an. Sehr schön. Vorne nochmal Jack 3 stehen. Ich weiß gar nicht, warum die das hier mit dieser normalen 3 gemacht haben, bei dem Jack 2 mit der römischen 2. Obwohl das eigentlich Jack und Dexter heißt, also müsste es eigentlich Jack und Dexter 3. Ja, ist ja egal. Ist ja egal. Wir gucken jetzt hier rein. Und ich mach's auf. Wieder aufklappen wie ein Buch. Und es sieht wieder richtig, richtig schick aus. Das müsst ihr sehen. Das ist herrlich. So richtig schön schwarz und... Es sieht so seidig halt aus und das fühlt sich auch sehr gut an. Ja, Gefühle lassen sich so schwer in Videoformat darstellen. Ihr müsst mal einfach glauben, dass sich das richtig gut anfühlt. Super, super. Und fangen wir nochmal an mit der Memory Card. Ein USB-Stick in klassischer PlayStation 2 Memory Card-Manier. Sehr schön, diesmal in diesem durchsichtigen Blau. So wie bei dem letzten, bei Jack 2 war das ja in Rot, jetzt in Blau. Wieder sehr schön, wieder 16 GB. Das, ist eine Menge. Wunderschön, hinten noch mit der Tatze. Nice, wirklich nice. Kann ich nicht anders sagen.
Sehr schön, sehr schön. So, ich nehme mal jetzt hier dieses, es gab ja immer eine Art Replika von diesen Boxen. Im ersten hatten wir den Orb, im zweiten hatten wir dann dieses Mark Seal, oder Seal of Mark. Und hier haben wir, ja, eine Knarre. Es ist auch aus Metall, also dasselbe Ding, es hat auch ein bisschen Gewicht, ist nicht ganz so schwer wie die anderen, na gut, ist kleiner. Da eine Knarre, das ist halt jetzt nicht ganz so cool. Kommt in so einem, ja, das ist jetzt so eine Art Podest, wo man es halt draufstellt wahrscheinlich. Mit diesen Füßchen. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt hier so, genau, das sieht die Halterung, da legt man das dann drauf. Baue ich gleich mal zusammen. Es sieht ja sehr, sehr schick aus. Es hat ein bisschen, ja, könnte man auch so eine Actionfigur in die Hand drücken. Obwohl, wirkt dann halt auch nicht so wie eine echte Knarre, aber muss es auch nicht. Ist halt so eine Art Nachbildung. Der Sockel, der ist ganz nett. Vorne steht hier nochmal Jack 3. Sehr schön. Ist, nice. Ja, und natürlich in jeder Collector's Edition fehlt nicht das Artbook. Zumindest bei den Collector's Edition von Jack & Dexter. Und wir haben hier das dritte Buch, Jack 3, wieder Design Bible. Sehr schön und ich hoffe, es ist cool und es sind schöne Bilder dabei. Mal schauen. Ja, also das wirkt schon mal, also nach einer guten Liste, was drin ist. Jack & Dexter, wir haben hier ja nochmal Skizzen oder Artworks, Entwürfe von Jack. Ohne Dexter. Oh, Flügel. Wusste ich auch nicht, dass es das hier in dem Spiel gibt. Mal gucken, ob da noch irgendwas anderes cool ist. Die Gegner sind hier auch drin. Ja, es sind cool die einzelnen Fahrzeuge. Es gibt wohl jetzt mehr Fahrzeuge. Sehr schön. Und ja, es ist ein schickes Artbook. Wieder vorne, Jack 3, Design Bible in dieser goldenen Schrift. Das macht es wieder sehr, sehr schön. Ich mag es. Ja, und wir haben natürlich das Spiel. Wir haben ein richtig cooles Artwork diesmal. Bei Jack 2 und Jack Dexter war das Standardcover nicht ganz so schick, aber die hatten immer ein Wendecover. Ich gehe davon aus, dass hier auch eins drin ist. Schauen wir mal kurz rein. Eventuell kriegen wir das jetzt schnell auf. Flups, ja. Mal gucken und oh, wir haben hier noch was drin, so eine Art Handbüchchen. Gucken wir gleich rein. Wendecover ist vorhanden. Also erstmal das normale Cover. Wir haben hier den Schriftzug Jack 3 stehen und Jack natürlich. Und Dexter unten. Der sitzt aber diesmal nicht auf seiner Schulter. Warum auch immer. Hinten haben wir dann jetzt ja wieder. Ja, Jack in halbierter Form, zwei Screenshots und im Hintergrund ein Bild und ein bisschen Text. Nett. Ja, ich mach mal das Wendecover rein. Und schwupps, wups, das geht schnell. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Und ich muss sagen, ich sehe es schon. Es ist tatsächlich wieder ein geileres Cover, wie ich finde. Es ist ein bisschen kräftiger. Jack 3... Natürlich stackt da diesmal auf der Schulter von Jack. Und das sieht cool aus. Ich werde dieses Cover benutzen. Hinten ist wieder das gleiche drauf wie auf der normalen Seite. Das ist cool. Das ist cool, das ist cool. Wollen wir mal kurz hier reingucken, was wir hier noch haben. Jack 3 The Book. Wer weiß, was das ist. Wir haben hier ja Charakterbeschreibungen und ach, das sind die Steuerungen, also was man drücken kann und so weiter. Also Tastenbelegungen ist offensichtlich sowas wie ein kleines Handbuch. Auch nochmal die Vehikel. Nett, nett. Packen wir wieder hier rein. So. Und wir haben wieder ein Poster. In den ganzen Boxen war ein Poster drin. Ich glaube, ich wiederhole mich, wenn ich immer den frage, dass in den anderen Dingern das gleiche drin war. Nur halt in anderer Form. Aber da kann man nichts machen. Oh. Ich sehe schon, es ist ein Fahrzeug. Ach, mit Jack dran. Naja, das ist das erste Motiv.
Wir haben nämlich zwei Motive auf der Rückseite, auch noch eins. Hier sehen wir ja Jack und Dexter in einem Fahrzeug fahren, groß oben Jack 3. Ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Ja, und auf der anderen Seite haben wir das Frontcover, also das erste Cover quasi vom Spiel. Das sieht besser aus. Das andere Cover wäre wahrscheinlich cooler gewesen als Poster, aber das sieht auch, das sieht gut aus. Das sieht jetzt nicht schlecht aus. Kann man machen. Ist nett. Ja, und wir haben noch was. Den Soundtrack. Natürlich. Darf nicht fehlen. Soundtrack. Wir haben hier wieder richtig viele Tracks drauf. Also, boah. Okay, das ist wieder nice. Wir haben wieder 3 Discs. Wir schauen auch noch mal kurz rein. Das Cover sieht hier relativ cool aus. Original Soundtrack. Jack und Dex da vorne drauf. Auf der Schulter. Sieht nicht schlecht aus. Kann man machen. Ich mach's mal kurz auf hier. Flup, flup. So, dann machen wir mal auf. Und wir sehen Jack 3. Einige Discs. Und zwar 3 Stück an der Zahl. Denn hier hinten ist auch noch eine. Hier wäre sogar noch Platz für eine vierte gewesen. Wie bei dem anderen Ding auch. Also, ja, wie bei der anderen Collector's Edition. Hinten haben wir jetzt einzelne Motive, die jetzt nicht ganz so prickelnd aussehen. Das ist einfach ein Muster. Und hier haben wir noch eine Dame drauf von Jack 3. Gehe ich mal von aus. Kenne ich nicht. Ich habe nur Jack Next 1 gespielt. Und vorne, ja. Dann schauen wir hier nochmal dahinter. Was haben wir hier? Ah, da ist sogar ein kleines Bild dahinter. Mit Jack und seinen Freunden. Gehe ich mal von aus. Ja, und hier haben wir nochmal Jack. Das ist nice. Ja, und auf der anderen Seite kann man noch Dexter. Schön. Ich mag Bilder auf Soundtracks und ich mag Soundtracks. Natürlich. So. Dann haben wir als letztes noch ein Booster Pack. Ich sag's nochmal, wie in den anderen Collector's Edition von Jack and Dexter. Ich mach's mal auf. Mal gucken, was für Karten wir drin haben. Mach ich mal. Ja. Ist nicht einfach aufzumachen. Na. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Kraft. Wow. Die anderen waren ein bisschen einfacher zu öffnen, muss ich zugeben. Meine Güte. Na bitte. So, dann gucken wir mal nach. So. Ja, da haben wir das eine Bild, das wir in den Soundtrack gesehen haben. Wieder Jack. Wow, nice, 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 nice. Ja, Jack und Dexter nochmal, das ist sehr schön. Das ist ein Postermotiv. Das glänzt so schön. Das erinnert mich so ein bisschen an die Panini-Bildchen von damals. Und so glänzende Bilder waren, da waren das mal relativ besondere. Das war relativ cool. Hier haben wir nochmal Jack und Dexter. Wahnsinn. Ja, das muss irgendwas Cooles sein. Dieses Muster, dass man das sogar auf eine Karte bringt. Schön. Ja, das sieht dann schon mal relativ nice aus. Und das ist das Bild von dem PlayStation 4 Cover, von dem cooleren Cover, wie ich finde. Ist schon mal ziemlich nice. Das haben wir noch. Wir haben noch, das ist ein Bild, das kenne ich nicht. Das sieht richtig, richtig cool aus. Nice. Nice, 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 nice. Und nochmal das normale Cover. Auch sehr schön. Wunderschön. Da haben wir nämlich jetzt hier ein paar richtig coole Trading Cards. Nice. Ja, und das ist nun drin in dieser Collector's Edition von Jack 3 für die PlayStation 4 von Limited Run Games. Wir haben wieder eine schicke Box, die gut zu den anderen beiden passt, die sich auch gut anfühlen, gut aussehen und gut im Regal aussehen. Wir haben das PlayStation 4 Spiel, das diesmal mit beiden Covers richtig gut aussieht. Da muss ich sagen, nett, geil gemacht. Wir haben noch eine Memory Card, eine Replika von der PlayStation 2 Memory Card mit 16 GB Speicher. Sehr schön. Wir haben ein Artbook mit richtig geilen Bildern. Finde ich immer nice. Hardcover, super. Den Soundtrack darf man natürlich nicht vergessen. Ebenso wie das Booster Pack mit den Trading Cards. Mit vielen, vielen coolen Motiven. Richtig, richtig schön.
und ein Poster mit zwei Seiten. Wovon ich eigentlich nur eine Seite richtig cool finde. Aber hey, das ist Geschmackssache. Mir gefällt dieses Motiv am besten. Ja, es ist ein bisschen, ich finde es immer komisch, wenn die das halt so knicken müssen, um es reinzukriegen, aber ich meine, wie sollen das anders machen? Geht halt nicht anders. Ja, und dann haben wir noch dieses Replika, jetzt habe ich es mal zusammengebaut. Es ist, ja, ganz nett. Es ist eigentlich auch sogar ziemlich cool. Es ist ein bisschen wackelig, es ist nicht ganz so stabil. Aber es ist cool. Wir können, also, es ist eine Knarre, ist jetzt nicht so, der heilige Gral. Da war das in den anderen Collector's Edition schon irgendwie ein bisschen cooler. Vor allen Dingen in der ersten von Jack and Dexter, der Collector's Edition. Da war nämlich dieses Orb dabei, dieses Ei. Richtig, richtig geil. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Da kann man nicht meckern. Ja, das ist schon alles gewesen. Ich fand's cool, das auszupacken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei zuzusehen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet das nächste Mal ein, wenn es da heißt. Gamondo packt aus. Bis dahin dann. Tschüss.